sehr und es freut mich riesig, dass Sie heute hierher gekommen sind, zu unserem dritten Gleiswagengespräch in dieser Halle. Vorher war das ja zu Hause. Die Halle ist jetzt ein bisschen klein, obwohl es jetzt sehr gut geht mit den Tischen da draußen. Und wer Sonne haben will, der bekommt das also draußen übertragen. Und ich hoffe, dass sich dieses Problem der Überfüllung damit auch einigermaßen löst. Und wenn Sie mich und nachher noch einen Dönmann verstehen, dann ist das ganz prima. Den überaus großen Zuspruch, den verdanken wir unserem Gast und Impulsgeber, Professor Norman Birnbaum. Norman, ganz herzlich willkommen in Deutschland. Er hat sehr viele Freunde in Deutschland, aber auch überall auf der Welt und in Europa. Und wenn ich früher mal oder auch heute noch mal was wissen wollte über Spanien oder über Frankreich oder Italien, dann habe ich oft in Amerika nachgefragt. Oder wenn er kam, haben wir gemeinsam über diese Dinge beraten. Und er hat noch etwas an sich, was ich immer sehr sympathisch finde. Das werden Sie, die Nachdenkseitenleser, empfinden, die unter Ihre Signatur noch schreiben, das Goethe-Wort, mit dem Wissen wächst der Zweifel. Das ist ein Mensch, der unheimlich viel weiß, und er hat sich ihm bewahrt, auch zu zweifeln an dem, was uns so täglich vorgesetzt wird. Das verbindet ihn mit dem Gleiswerder Gespräch und das verbindet ihn auch mit den Nachdenkseiten. Dass wir heute aus seinen Freunden hier in Deutschland, die gerne gekommen wären, das übertreibe ich nicht, sondern ich habe wunderschöne Briefe der Entschuldigung bei Erhard Eppler aus familiären Gründen und bei Günter Grass aus Gründen der mangelnden Gesundheit. Sie lassen ihn herzlich grüßen, Sie wären sonst gerne gekommen, wie viele andere auch gekommen sind. Ich will jetzt nicht mit großen Begrüßungen von bekannten Persönlichkeiten beginnen, aber ein paar will ich nennen. Das ist Wiebke Bruns, die ihn aus langer Zeit kennt. Es ist der Heiner Flachsbeck, der ihn nicht so arg lange kennt, aber immerhin. Und die Stefanie Flachsbeck. Und es sind nachher noch Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine, die sich ein bisschen verspäten. In diesem Fall der Oskar. Und es nennen auch ein, zwei Leute von hier aus unserer Region. Das ist mein Namensvetter Dr. Albrecht Müller und seine Frau Ursula aus Klingenmünster. Deren wegen bin ich überhaupt hier. Sonst gäbe es die Gleiswerder Gespräche überhaupt nicht. Und das alles lief über Amerika, über Berkeley, wo ich einen Besuch machte und wo ein Freund von ihm war, der sich gewundert hat, dass der einer kommt, der genauso heißt wie sein Freund in Klingenmünster. Von über Berkeley habe ich dann die Südpfalz kennengelernt und Sie werden ja mir nachempfinden können, dass das eine wirklich wunderschöne Region ist und dass es lohnt, hier in der Südpfalz nachzudenken, weil man animiert wird von all dem Schönen, was drumherum ist. Es sei denn, man trinkt zu viel Wein, dann ist das mit der Animation nach einiger Zeit beendet. Heute sind auch viele, Mehrheit von Ihnen wahrscheinlich gekommen, weil Sie Nachdenkseitenleser sind. Das nehme ich an. Hand hoch. Also ganz viele. Und dann würde ich Ihnen gerne wieder vorstellen den Wolfgang Lieb und seine Frau. Es sind hier. Ich komme gleich noch zu Jens Berger. Wo ist er? Wir haben noch ganz viele andere dazu, die täglich und nächtlich Informationen und Kommentare zuliefern. Die will ich jetzt nicht alle nennen. Das ist eine ganz wichtige Einrichtung. Es waren ungefähr zehn Jahre, dass wir hier in Gleisweiler zusammensaßen, Wolfgang Gieb, Lars Bauer, meine Frau und ich und noch ein Kunstlehrer und an diesem Projekt gearbeitet haben. Und im Jahre 2003 ist es dann beschlossen worden und im November 2003 auch gestartet worden. Es ist ein hartes Unternehmen. Man muss unheimlich hart haben. Manche von Ihnen denken ja wahrscheinlich, da steckt ein großer Apparat dahinter. Das ist es nicht. Es sind die genannten Personen.
eben ganz, ganz viele Leute, die uns zuliefern. Und dafür sind wir unglaublich dankbar, dass das funktioniert. Wir haben unter allen möglichen politischen Richtungen Interessenten. Einer, der aus dem Lager kommt, wo ich früher nicht dazu gehörte, und auch jetzt nicht, ist der Robert Blüm und seine Frau. Wir haben uns über ein Thema kennengelernt und schätzen gelernt, das ein wichtiges Thema auch im Nachhinein ist, nämlich die Beobachtung der systematisch betriebenen Erosion der Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Rente. Und wir haben persönlich eine wunderbare Erfahrung gemacht in dieser Fernsehsendung Quergefragt, wo wir beide ohne große Absprache vorher den Müller Vogt und diesen Menschen mit dem Glatzkopf, Glöckner oder wie er heißt, den Finanzprofi, richtig kalt aussehen haben lassen. Und das hat uns sehr verbunden. Seitdem tauschen wir uns immer wieder aus. Wenn Norbert Blüm in eine Sendung geht, dann ruft er ab und zu mal an. Und wir reden halt auch über die, ja, über das, was man machen kann, um diese Altersversorgung wieder in Ordnung zu bringen. Das ist aber heute nicht unser Thema, ich wollte es nur erwähnen. Norbert Birnbaum war schon einmal bei einem Leistungsfördergespräch. Unmittelbarer Anlass für die neuerliche Einladung an ihn ist ein Kommentar von ihm in der Taz. Er beschreibt dort die Entwicklung der Gewaltkultur, die die USA prägen. Und die Idee einer von Feinden umzingelten Nation sei nicht erst am 11. September 2001 geboren worden, aber immerhin viele Amerikaner fanden sie an diesem Tag bestätigt. Die Militarisierung großer Teile unserer Kultur sei Teil einer allgemeinen Rechtfertigung von Gewalt. Und eine bestimmte Art von Patriotismus, von Vaterlandsverehrung, habe sich mit dem Männlichkeits- und Härtekult verbunden. Diese Entwicklung zur Gewaltkultur betrifft uns Deutsche und Europäer in ähnlicher Weise, denn die Ideologie ist auch bei uns so. Das heißt, jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist ein Basisslogan der Gewaltkultur. Das ist nämlich die Ausschließung, die ideologische Ausschließung von Solidarität und ihrer Bedeutung. Und was Sie jetzt so erlebt haben, habe ich schon mal erlebt 1982, nämlich freie Fahrt für freie Bürger ist ein Gewaltslogan. Das werden zwar die Vertreter Stuttgarts und Untertürksheims nicht so toll finden, wenn ich das sage, aber es ist so. Das Verhalten auf deutschen Straßen ist gewalttätiges Verhalten. Und insofern, Norman, seid ihr gar nicht so weit oder sind wir gar nicht so weit weg von euch, und auch die Sorge um die Demokratie und das Funktionieren und das Leben der Demokratie ist ja bei uns nicht weniger, nicht viel weniger angebracht als in den USA. Es gibt zwar namhafte Politiker und Menschen, die meinen, die Demokratie, dazu gehört der Bundespräsident, die sei so etwas wie ein schönes Buch, die stelle mal in Faust ins Regal und dann hat man sie. Basta. Das ist aber nicht so. Die ist täglich gefährdet. Zum Beispiel gehört zu einer wirklichen Demokratie kritische Medien. Haben wir das noch bei uns in Deutschland? Wir haben in wichtigen Fragen, das beobachten wir ja auch in den Nachrichtenseiten, einen extrem gut ausgedachten Kampagnenjournalismus. Dann gibt es immer noch tolle Artikel und tolle Medienereignisse. Aber ich habe inzwischen gelernt, die dienen der Glaubwürdigkeitserhöhung des Mainstream-Journalismus. Dennoch ist es toll, dass es diese kritischen Sachen gibt, aber es ist so, dass wir im Großen und Ganzen eine ziemlich gleichgerichtete Medienorientierung haben. Zu einer Demokratie gehört Gleichheit vor dem Gesetz. Glauben Sie, dass wir in Deutschland vor dem Richter und dem Staat in der Regel noch gleich sind? Wer viel Geld und gute Beziehungen hat, der kann auch das Recht in seinem Sinne gestalten. Wer viel Geld hat, kann die besten Anwälte bezahlen, wie eben, das Stichwort fiel schon im Fall Hoeneß. Und wer viel Geld hat, der kann Strategen und Public Relations Manager engagieren, die sich eine Strategie ausdenken, wie dann das Ansehen dieses Gesetzesbrechers, sage ich mal jetzt, ohne dass ich es nachprüfen kann, wie das gestärkt wird. Und wir wissen, dass so etwas heute auch die Justiz beeindruckt. Ist doch nicht so, dass das ohne bleibt. Das öffentliche Meinung ist beeindruckt auch die Medizin, die Justiz. Und wer viel Geld hat, beeinflusst gravierende politische Entscheidungen. Da hat die eine
Entscheidende schon genannt, nämlich die Versicherungswirtschaft und die Banken haben sich das 1996, seit damals beobachte ich das und beschreibe ich das, ausgedacht, wie man ein neues Geschäftsfeld eröffnet, nämlich die private Altersvorsorge, und seitdem machen sie Propaganda und sie haben ganz wesentlich die politische Entscheidung zur Erosion der gesetzlichen Rente betrieben und erfolgreich für sich erfolgreich beendet. Es ist aus all diesen Gründen verständlich, dass sich Menschen angewidert von der Politik abwenden, also wenn man keine Beziehungen hat, wenn man merkt, dass es gibt solche, die gleicher sind als die anderen, dann hat man auch keine Lust, dabei da mitzumachen. Und das habe ich schon beobachtet 1980 bei Reagan. Die waren damals froh, dass die Wahlbeteiligung in den USA so gering war, weil das eine der Basis, der Grundlagen des Sieges dieser Bewegung von Reagan und von Frau Thatcher war. Die haben kein Interesse, dass die normalen kleinen Leute zur Wahl gehen. Und deshalb, ich habe großes Verständnis, dass die Menschen, die merken, die anderen haben es einfach durch ihr Geld und besser, dass die sich zurückziehen. Umso wichtiger ist, dass man sowas macht wie heute. Und wir wollen gerade jene Leute stärken, ihr politisches Interesse wiederzufinden. Und wir möchten helfen, dass endlich wieder Alternativen sichtbar werden. Das ist doch eines der großen Probleme. Die Demokratie leidet auch darunter, dass im Grunde keine realistische Chance für den politischen Wechsel erkennbar ist. Und der politische Wechsel gehört zur Demokratie, ganz egal, ob das nun von der konservativen Seite zu den anderen schwingt oder umgekehrt. Und diesen Wechsel erkenne ich auch für diesen 22. September dieses Jahres bisher nicht. Aber wir müssen in der Sache versuchen, diesen Wechsel weiterzubringen. Und deshalb bin ich so froh, dass wir heute früh ein breites Bündnis von verschiedenen politischen Meinungen haben. Ich persönlich bin überzeugt davon, wenn es nicht gelingt, ein Bündnis hinzukriegen von Wertkonservativen wie etwa dem Norbert Blüm und Linken wie der Sarah Wagenknecht und dazwischen die Sozialdemokraten. Ich bin dieses Jahr 50 Jahre in der SPD. Und der mich da geworfen hat, der sitzt auch hier, 1963 in München, oder der Ortsbürgermeister oder der SPD-Ortsverein, der da hinten für den Wein und die Brezel gesorgt hat. Wenn es nicht gelingt, dass wir dieses breite Bündnis hinkriegen, dann wird es keine Alternative in den Inhalten geben. Dann wird diese neoliberale Bewegung mit freier Fahrt für freie Bürger und jeder ist seines Glückes Schmied weiterhin erfolgreich bleiben. Und das möchte ich nicht. Und deshalb möchte ich Sie bitten, dass Sie da einfach auch mitmachen, dass es mehr Bewegung in Richtung einer Alternativen gibt. Wir brauchen dieses große Bündnis. Jetzt bin ich auch schon am Ende des inhaltlichen Teils meiner Einführung und ich hoffe, ich habe nicht ganz wichtige Leute vergessen. Wir sind aber auch nicht dafür da, um das zu feiern. Und ich möchte was sagen zu dem weiteren Ablauf. Es wird jetzt dann Norman Birnbaum sprechen. Er spricht auf Deutsch. Und das ist, finde ich, ganz toll, dass ein 86-Jähriger über den Atlantik kommt und hier in Deutschland, obwohl das nicht seine Muttersprache ist, zu uns in Deutsch spricht. Und ich habe jetzt was versäumt, vor dem Norman, wir müssen nicht gleich dran, vor dem Norman kommt noch Harald Lehmann, unser Ortsbürgermeister, zu einer von ihm bekannten kurzen Begrüßung. Und also nach Norman machen wir dann eine Pause von 20 Minuten. Da können Sie sich austauschen, Pausen hinsetzen und relativ pünktlich nach 20 Minuten machen wir wieder weiter. In dieser Zeit können Sie sich auch noch überlegen, ob es Ihnen gefallen hat und Sie helfen mit, indem Sie was in unsere zwei Kartons tun, um die Kosten dieser Veranstaltung zu tragen. Und schauen sich Bücher an beim Westend Verlag, der heute hier ist, und die werden auch signiert, denn es sind viele Autoren dieser Bücher hier, Wolfgang Lieb, Jens Berger und so weiter, und das ist das Jahrbuch da, und hier vorne liegen auch noch ältere Jahrbücher der Nachkriegszeit, die dürfen Sie sich so mitnehmen, dachten wir, das ist auch ganz gut, und meine, der falsche Präsident haben Sie eh schon gekriegt, das ist nicht überholt. Vor allem die Unterseite steht noch, wir warten noch. Aber vielleicht tut sich was. Und ich glaube schon, dass der Herr Bundespräsident dieses Buch auch irgendwie wahrgenommen hat. Zumindest merke ich das gelegentlich. Ja, das ist also der Verlag, Westend Verlag, Markus Karsten. Und noch ein paar Bücher gibt es von mir hier mit Irene Wendel, die uns immer hilft und der ich auch besonders dankbar bin.
Und nach der Pause machen wir dann weiter mit der Diskussion. Dann gibt es hier. So, also herzlichen Dank für Ihre Geduld und jetzt kommt der Harald Lehmann. Herzlich willkommen hier in unserem schönen südpfälzischen Ort. Ist so ähnlich wie das kleine gallische Dorf, was sich gegen die Römer ersetzt hat, nur in anderer Art und Weise. Wir sind ein aufstrebender Ort, wir sind ein Fremdenverkehrsort, wir haben 840 Einwohner, die ist ständig schwankend, je nachdem wie die Baugebiete besetzt werden oder wieder verlassen werden. Es gibt noch viel zu tun bei uns im Ort. Aber wir haben auch Sehenswürdigkeiten und wir haben auch lokulische Spezialitäten. Wir haben 11 gastronomische Betriebe hier in unserem Ort. Das kommt nicht so oft vor. Wir haben aber auch 2 Kirchen und 2 Friedhöfe in unserem Ort. Das kommt auch nicht so oft vor. Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung. Hier und da gibt es noch ein paar ältere Häuser, die wir irgendwann mal angreifen müssen. Aber es ist nicht so einfach. Eigentum ist ganz hoch angesetzt. Es ist auch in Ordnung so. Und die Bürger zum Umdenken zu bewegen, ist halt nicht einfach. Zumal die Pelzer auch bei den Pelzer ein paar Schnurköpfe gibt, nicht nur bei der Hessen. Ja, wir haben eine Wappenschmiede, die aus dem 16. Jahrhundert stammt. Wir haben aus dem 16. Jahrhundert auch ein Wasserschloss, was im Moment schon seit langem zur Hälfte von Albrecht Müller bewohnt wird und immer wieder herkriegt oder restauriert wird. Wir haben eine wunderschöne Weingegend, wir sind das größte zusammenhängende Weinanbaugebiet in Deutschland, und zwar die Südpfalz. Und wir haben in Deutschland auch den größten Kastanienwald. Der nächstgrößere ist dann in Frankreich. Und das ist ja nicht weit weg. Ich wünsche Ihnen heute, der Albrecht hat schon gesagt, ich bin sehr bekannt für eine ganz kurze Ansprache, wo viel drin ist. Mehr will ich auch dazu bezahlen. Weil es geht auch andersrum. Ja, eine lange Ansprache, wo nicht viel drin ist. Ich mache das lieber andersrum. Also eine kurze Ansprache mit viel Informationen, das soll es gewesen sein. Auf meine Schnelligkeit vom Reden her habe ich etwas forciert, normal spreche ich etwas langsamer, aber ich möchte nicht so lange aufhalten, es soll genügen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, schönen Nachmittag noch und lassen Sie es gut gehen. Danke. Sehr, sehr froh bei dem alten Freund Albrecht Müller und seiner nach den Zeiten Projekt zu sein. Und ich bin sehr geehrt, dass so viele deutschen Freunde und Lesen. Wer, ha? Nee, er macht es lauter. Okay. Sind gekommen. Ich bin nicht nach Deutschland gekommen, um Demokratie sozusagen einzubauen. Ich will nur ein paar. Okay. Ich will nur ein paar Dinge über unsere Lage aufführen, die vielleicht zu einer nützlichen Diskussion führen könnte. Albrecht, ich beabsichtige etwa 40 Minuten zu sprechen. Ja, okay. Du gibst mir Zeichen, weil ich habe keinen. Ja, ich mache das. Ja. Und ich habe meinen Vortrag konstruiert, etwa wie ein Ölfilm. Man kann das jederzeit sozusagen dann einschneiden und es lebt dann auch. Unser Demokratieproblem ist nicht nur eine Konsequenz von fortgeschrittener Kapitalismus, Weltreich, Immigration, alle die Probleme, die uns jetzt beschäftigen. Es hat tiefe Wurzeln in die Eigentümlichkeit von unserer Staatsgründung. Und dabei gab es ein großes Problem,
in seiner sozusagen Fortsetzung auf Rassenproblem noch nicht gelöst ist, nämlich Sklaverei. Und das Sklaverei-Problem hat zu einer Art amerikanischer Föderalismus geführt. Sonst hätte die 13 Kolonien schon auseinandergeflogen am Anfang. Man konnte sagen, grob gesagt, dass es gab zwei große Strömungen am Anfang der Republik. Ein puritanischer, eine Strömung, die den englischen Revolution von Cromwell vertreten hat, und ein anglikanischer. Und ich benutze diese kirchliche Bezeichnung sehr absichtlich. Ein anglikanischer, die monarchistisch und Thronenmacht verbunden war. Die anglikanischen Staaten sind etwa wie Virginia im Süden und ein Teil von einer gewissen westlichen Bewegung. Die puritanischen waren sozusagen ganz klar. In New England, in Massachusetts, in Maine, in Connecticut, ein Ort zum Teil in New York, wo alle zusammengewachsen waren. Man konnte sagen, dass die puritanische Strömung ein gewisser Frühbegriff von Menschenrecht dargestellt hat und die monarchistische oder anglikanische Strömung hat eher einen Sinne für Gemeinrecht, vor allem um Besitz zu schützen. Es gab dann zwei verschiedene Begriffe von Besitz und seiner Verpflichtungen. Und es gab dann die erste Zeit von der Republik, die mit der gewaltigen Expansion im Westen über die Allegheny-Gebirge verbunden war und selbstverständlich mit der systematischen Eroberung das Land von Eingeborenen und die teilweise teilweise Unterdrückung, teilweise auch Ausrottung von den Indianer-Stämme. Diese Expansion hat eher bald für später viele Europäer zugezogen. Die kamen nicht nur aus England, Schottland, die engelsächsische Bereich, die kamen schon aus Skandinavien, aus Deutschland. Später sind die Süd- und Osteuropäer gekommen. Wir haben davon ungeheuer profitiert, dass 1848 viele von den geschlagenen 48ern sind zu uns gekommen. Die wurden Staaten wie Illinois, große Unterstützer von Linken und die Sklavenbefreiung. Und es gab sogar Generäle in der Union Armee, die Deutschen waren, die in 48 hier in Deutschland gekämpft haben. Um diese Zeit, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, vor unserem Bürgerkrieg, gab es schon eine große Diskussion, eine große Auseinandersetzung über freie Arbeit und freie Arbeiterschaft. Und diese Auseinandersetzung hat es gegeben angesichts des Sklavenmarkt und der Tendenz und Verlangen von den Sklavenhältern und den Sklavenstaaten sich auszudehnen. Und tatsächlich ist der Civil War ausgebrochen, nicht über die Sklavenfrage als solch, aber über die Frage, ob man den Sklaverei weiter im Westen bringen konnte, was im Norden dann als endgültige Bedrohung empfunden war. Sklavenbefreiung war nicht als erstes auf Lincolns Tagesordnung. Der Civil War hat gewaltige Veränderungen in unser Staatenbild hervorgebracht. Es gab einen großen Zuwachs vom Staatenmarkt, von Zentralisierung. Es hat auch gewaltig zu den
Industrialisierung von Amerika aus offensichtlichen Gründen beigetragen. Und es hat auch ein eigentümliches Nationalgefühl und Nationalideologie entwickelt, vor allem im Norden, eine Ideologie von Amerika als berufener Verteidiger von Freiheit. Es hat auch im Süden, besonders nach den Niederlagen, zu einem dunkel und bunter und sehr scharf ausgedrückten Ressentiment geführt. Ein Gefühl auf der Verliererseite von der Geschichte zu sein, die den Südstaaten dann ermutigt haben, trotz ihrer verlorenen Krieg, eine Art Sonderrassenregelung, die sogenannten Segregation, ins Leben zu rufen und mehr oder weniger intakt beizuhalten bis zum Civil Rights Bewegung und die Jahren unter Kennedy und Johnson. Eine erstaunliche Überlebensfähigkeit von institutionalisierter Rassismus. Inzwischen aber hat diese Nation mit diesen sehr verschiedenen Demokratiebegriffen und sehr verschiedenen Staatsbegriffen ein Weltreich entwickelt. Zunächst hat man ist man zum Westen gegangen, hat auch, wie die meisten Amerikaner, habe ich eine Kleinigkeit übersehen, nämlich die Krieg mit Mexiko im 1832, wo wir einfach Kalifornien, Texas, New Mexico, Arizona von den Mexikanern sozusagen befreit haben. Und ein sehr erfolgreicher Befreiungskrieg. Und damit haben wir auch eine gewisse einheimische Bevölkerung gewonnen, die nicht immer diese Staaten gut behandelt waren. Wir haben aber zur selben Zeit mit dieser westlichen Expansion, gewaltige Expansion von Maschinenbau, von Industrie, von kapitalistischer Ackerbau und selbstverständlich von der Ausbeutung von allerhand Naturressourcen, die eine historische Tatsache, die den amerikanischen Umweltbewegung immer noch zu schaffen gibt. Nach dem Bürgerkrieg selbstverständlich war die Zeit von großer Einwanderung aus katholischen Europa, Italien, Irland, Polen, auch es kam Griechen und Orthodoxen und eine große Welle von ostjüdischer Einwanderung. Diese Leute haben wie die englische Arbeiterschaft, die gekommen sind, haben mit sich gebracht gewisse Vorstellungen von Sozialkämpfen und von Sozialgerechtigkeit. Die katholische Soziallehre ist schon früh in Amerika aufgetaucht. Die englischen Einwanderer haben etwas die Anfänge der Gedanken, die in England gleichzeitig die Labour-Partei und beflügelt hat, mitgebracht. Aber eine einheitliche Sozialbewegung war unmöglich wegen die Sozialorganisation von Gemeinden, Kirchen, wegen einheimisches, das heißt Anglo-Sachsen, Vorurteile gegen die Südeuropäer und Osteuropäer, protestantische Vorbehalt gegen den Katholiken. Und das hat zu einer seltsamen amerikanischen Erscheinung geführt,
nämlich die Organisation von der Nation in mehr oder weniger eingeschlossener oder eingerahmter religiösen ethnischen Gemeinde. Jeder konnte nach fünf Jahren, fast jeder konnte, Asiatiker nicht, es gab die sogenannten Oriental Exclusion Laws bis zum tief ins 20. Jahrhundert. Jeder Immigrant konnte Staatsbürger werden mit fünf Jahren, aber ein einheitlicher Begriff von Staatsbürgerlichkeit und seiner Pflichten hat es nicht gegeben. Stattdessen waren die Wahlgruppierungen zum Teil nach Sozialklasse, aber auch zum Teil nach religiöser Zugehörigkeit und regionaler Verbundenheit oder Einwurzelung organisiert. Das hat als Konsequenz, dass zwischen dem Bürgerkrieg, sagen wir etwa den Anfang des letzten Jahrhunderts oder den Krieg mit Spanien 1898, es gab einen verhältnismäßig schwachen Zentralstaat und man wurde nicht auf den Zentralstaat angewiesen als Faktor von als Garant von wirtschaftlicher und sozialer Gleichheit. Das haben unsere schwarzen Mitbürger erfahren, als die Gerichte die Segregation bestätigt haben, mit einem berühmten Gerichtsbeschluss. Und damals haben unsere Gerichte, und vor allem den obersten Gericht, als regelmäßig und sehr verlässige Schutzinstitutionen vor den aufkommenden Kapitalismus gestellt. Es gab eine Art juridische Verteidigung von dem Markt von Eigentum und die Anrechte von Arbeit und von der Arbeiterschaft waren sehr klein geschrieben. Das hat in der Zeit zwischen Bürgerkrieg und etwa Anfang des 20. Jahrhunderts in der Präsidentschaft von Theodore Roosevelt eine Art unausgesprochener Zivilkonflikt produziert. Und es gab allerhand aufkommenden Arbeiterbewegungen, kirchliche Bewegungen, die keine gemeinsamen Nenner gefunden hat. Und die einzige Bewegung zu dieser Zeit, die einen gemeinsamen Nenner gefunden hat und ein gemeinsames Bewusstsein, war eine populistische Bewegung von Agrardemokratie, die allerdings von weißen Anglosachsen, Farmers, kleine Kleinbauern entwickelt war, gegen die großkapitalistische Mächte, die Eisenbahn, Bank und so weiter kontrolliert hatten. Aber diese Leute konnten sich nicht bringen, eine Art Einheitsfront mit den Immigranten im Osten und mittelwestlichen Fabriken zusammenzukommen. Diese Lage hat dazu geführt, dass ein neuer kapitalistischer Elite von ungeheurer Brutalität, repressiver Unterdrückungsmacht, Politik weitgehend bestimmt hat. Theodore Roosevelt hat mehr oder weniger den Steuer umgeworfen. Wir haben nicht nur eine, aber zwei große Roosevelts in unserer Geschichte. Und Theodore Roosevelt hat es gemacht als Mitglied von einer alten traditionalistischen republikanischen Strömung von Leuten, die Rechtsanwälte, Professoren, oft protestantische Theologen waren,
Die haben gesagt, dass diese Art von Kapitalismus und kapitalistische Ausbeutung die Substanz und Verheißungsmacht von unserer Nation zunichte gemacht hat. Deswegen gab es die Leute, die das gemacht haben, waren meistens Nachfahren von Abolitionisten. Es hat auch einen Anfang von der Frauenbewegung gegeben, sehr stark in Amerika zu dieser Zeit. Und Roosevelt hat in der Tat eine politische Allianz, eine Wahlallianz gebaut, die man progressive nennt oder fortschrittlich, im Sinn und hat Ideen übernommen, zum Teil von Deutschland, ich glaube, unsere Professoren, die Katheder-Sozialisten waren sehr studiert in Amerika, auch von England, wo Theodore Roosevelt den Reformen von Lloyd George sehr begrüßt und bewundert hat. Und es hat die Anfänge von unserer Sozialstaatlichkeit gegeben. Zur selben Zeit war Roosevelt ein großer Imperialist, hat den Krieg gerne gegen Spanien gemacht, werden dann als der war ein Held von diesem Krieg, hat den Nachfolger angetreten, hat da einen furchtbaren Eroberungskrieg in Philippinen gemacht. Die amerikanische Friedensbewegung verlangt, dass wir sollten unsere Truppen von Irak oder Afghanistan zurückziehen. Wir haben Truppen in Mindanao, in Philippinen, seit 1898. Die sind immer noch. Es gibt Eliteeinheiten, die fast ununterbrochen da sind. Die waren auch da untergrund mit den Philippinen in der japanischen Herrschaft. Mein Schlagwort für unser Sowjetreich ist zurück von den Philippinen zunächst. Roosevelt hat diese seltsame Mischung von äußerlichen Expansion und Weltmacht mit mehr innerer Gerechtigkeit dargestellt, aber der Mensch war intellektuell, hat darüber geschrieben, hat eine Gruppe von Intellektuellen um sich, die dann später sich um Wilson geschart haben, als Wilson diese Begriffswelt übernommen hat. Wilson übrigens war der erste Präsident aus dem Süden seit dem Bürgerkrieg. Der war ausgesprochener Rassist, der war der Sohn von einem calvinistischen Pastor. Der war ausgesprochen rassistisch, hat die Rassentrennungen in Stadt Washington wieder eingeführt. Teddy Roosevelt dagegen hat zum Beispiel die schwarzen Intellektuellen wie Booker T. Washington im White House eingeladen. Das hat damals eine große Diskussion aufgelöst. Domestisch war Wilson ein Reformer, der den Kapitalismus trotzdem aus verschiedenen ideologischen Gründen uns in Ersten Weltkrieg geführt und dann ist krank geworden. Aus diesen ersten Reformversuchen sind gewisse Dinge hervorgegangen. In fortschrittlichen Staaten, New York, Massachusetts, Wisconsin, Minnesota, wo da im Mittelwesten eine gewisse deutsche und skandinavische sozialstaatliche Urbe hat sich war evident, kam eine langfristige Bewegung, erst progressive und später der New Deal, die eine positive Wirkung von der staatlichen Intervention in der Wirtschaft gehabt hatte. Da sind eine Bevölkerung aufgewachsen, die den Totalindividualisierung von den, einer
crude, vulgär, kapitalistische Ideologie nichts im Sinne hatte, die staatliche Intervention wollten, und die waren die erste sozusagen Vorposten von Franklin Roosevelts später New Deal. Es gab große Gewerkschaftskämpfe in den 20er Jahren. Es gab selbstverständlich einen Einfluss von Anhängern von der sowjetischen Revolution. Nicht nur im jüdischen New York, wo die Leute aus Osteuropa kamen, aber es gab auch, Sie haben den schönen Film über John Reed gesehen, der vornehme Protestant aus den aus Harvard und der erste Berichterstatter über die sowjetische Revolution war mit seiner damaligen Bestseller 10 Days That Shook the World. Es gab eine breite Sympathie für die Sowjetrevolution, vor allem vor Stalins Anfang von die Sowjetrevolution. Oskar, guten Tag. Ich grüße ein alter Genosse und Freund. Du hast nicht viel versäumt, Oskar, ich bin nur bei den amerikanischen Sympathie für den Fuß Sowjetunion, und wie weiß ist das schon auf schon Vergangenheit mit der Sowjetunion selbst. Es gab in dieser Periode ziemlich gewaltige Arbeitskämpfe. Es gab die Stahlarbeiten wurden organisiert, und wenn ich sage gewaltige Zusammensetzungen, meine ich das? Das heißt, es gab Volkspolizei, örtliche Polizei, staatliche Milizen, die mit großen Gewalt gegen die Arbeiterbewegungen vorgegangen sind, und die Rechtsschutz vor Gewerkschaften waren, die allgemeine Rechtsprechung von unserer Richtung waren sehr, sehr pro-kapitalistisch. Dieser Rechtsschuss für gewerkschaftliche Organisation kam nur mit dem New Deal. Der New Deal hat eine andere, in der Tat, alle diese progressive Strömungen, Sozialkapitalismus, ein gewisser jüdischer Messianismus in der jüdischen Arbeiterbewegung, sicher Sozialprotestantismus, vereinigt mit einem neuen säkulären Begriff von den Vereinigten Staaten als eine Gemeinschaft, wo man doch verpflichtet war, für den Gemeinwohl zu arbeiten. Und man braucht nur den 36, die zwei große Reden von Franklin Roosevelt in 36 zu hören oder wieder zu lesen, seine Rede, also den Nominierung für seine zweite Amtszeit von der Demokratischen Partei angenommen hat, wo er gesagt hat: Ich weiß, die Kapitalisten hassen mich, die haben alle Rechte, das zu machen, ich begrüße es. Und auch in seiner so Antrittsrede, der zweite Inaugural, wo er gesagt hat, er kann das so besser auf Englisch: I see one third of a nation ill fed, ill housed, ill clad. I am going to change that. Das heißt, dass die Arbeit von der New Deal fortgesetzt worden sollte. Roosevelt hatte eine große Vorteil, hat die Unterstützung von einer neu aufgeweckten Arbeiterbewegung.
Und diese Bewegung, besonders im Norden, hat alle Religionen, Protestant, Katholik, Jude, auch Schwarze arbeiten, obwohl die nicht sehr, nicht viele waren noch im Norden, zusammengetan in Gewerkschaften. Es gab eine amerikanische einheitsgewerkschaftliche Bewegung in der sogenannten CIO, the Congress of Industrial Organizations. Und ich erinnere noch als Junge die Wochenschau. Im 36, ich war 10, in New York hat man, wenn man mit 10 damals keine politische Bewusstsein hat, war man wohl rückständig. Und die Arbeiter haben den Autofabriken besetzt, besonders General Motors. Die Autobesitzer haben Franklin Roosevelt und der damalige Gouverneur von Michigan, Frank Murphy, ein linker katholischer Jurist, der später in der Supreme Court war, gebeten, Truppen hereinzuschicken. Und Murphy und Roosevelt haben das zusammen absolut abgelehnt und die Besitzer mussten kapitulieren und mit der Gewerkschaft verhandeln. Ich erinnere immer noch, dass die Arbeiten sind im Jubel aus der Fabriken gekommen mit amerikanischer Fahne. Weil damals war der Nationalbegriff ein Begriff von Gemeinschaft. Also hatten wir in der New Deal eine Art Entwicklung. Und Entwicklung im Bewusstsein. Wir hatten viele Leute in den Universitäten, in der Kulturindustrie vor allem. Damals waren Hollywood-Filmen oft sehr sozial kritisch, was einige von den Leuten später bitter bezahlt haben, weil in der McCarthy-Zeit hatten die Arbeitsverbot bekommen. Dagegen war immer noch eine Individualisierung Ideologie. Es gab selbstverständlich ein starker kapitalistischer Widerstand gegen Roosevelt, aber er hat es bis zum Ende der New Deal etwa 1938 verstanden, diese diverse Bevölkerungsgruppierungen zusammenzubringen, mit leider ohne den Südstaaten. Roosevelt hat gesagt, er konnte für den Schwarzen damals im Süden nichts tun. Nun, ich möchte jetzt zu die Frage gehen, was für eine Gesellschaft haben wir entwickelt? Wie viel Zeit habe ich noch? Nein, der Vorgabe nimmt noch 10 Minuten, aber wir wollen noch ein bisschen länger. Okay. Ja, als emeritierter Professor genieße ich es wieder, ein Captive Audience zu haben. Sonst habe ich nur meine Freundin. Ich sagte, die hat schon zweimal bei mir die Äquivalent von einem Doktor gemacht. Und ich so, mit zu viel theoretischer Geplapper bei Frühstück aufhört. Was für eine Gesellschaft war das? Diese Gesellschaft war aus dieser religiösen lokalen Gemeinde zusammengestellt. Der Begriff von Amerikanismus war ausgeprägt. Aber es hat verschiedene sozusagen Ausgaben. Jeder war überzeugt, wir waren frei, the greatest nation on earth, und frei. Diese Freiheit, ein bestimmter Begriff oder Sozialinhalt zu geben, war Stoff für politische Kämpfe. Die New Deal-Anhänger, die Leute, die demokratisch gewählt haben, haben selbstverständlich
das im Sinne von einem amerikanischen Sozialstaat gedacht. Und sogar eine von den großen und fortwährenden Leistungen von dem New Deal ist Social Security. Social Security ist universelle Altersversicherung. Jeder hat das, jeder bekommt es. Fast alle republikanische Regierungen, Ronald Reagan, Bush 1 nicht so sehr, aber Bush 2 bestimmt, wollen das reformieren, modifizieren oder modernisieren, das heißt, einen Teil davon privatisieren, die Stadt einen Teil beschränken, wenig Geld davor ausgeben. Bis jetzt ist da nichts geschehen. Obama hat leider gewisse Konzessionen an den Republikaner angeboten, die den Jahreswachstumsraten von Social Security in Gefahr bringen würden, aber er kommt nicht weiter damit wegen der Partei. Aber es ist wahr, dass als der New Deal und dann der Kriegsvorstand die große Depression beendet hat, und die große Depression ist nur mit dem Krieg zu Ende gegangen, und mit Kriegsproduktion, die New Deal-Idee ist so eine Art Bestandteil von Amerikanismus geworden, solange es nicht fortgesetzt wird. Und nach dem Krieg hat der große Dirigent, Leader von den Autoarbeitergewerkschaft, Walter Ruther, der kam aus einer deutschen sozialdemokratischen Familie, Walter Ruther hat versucht, eine Art Arbeiteranteil im Management zu schaffen, konnte das nicht durchsetzen und hat sich dann für eine Art Privatwohlfahrtsstaat entschieden, wobei in gewisse Industrien, die etwa 30-40% damals von der Industrie ausgemacht hätten, für alles gesorgt war, Gesundheitsversicherung, ein guter Altersrente, oberhalb von Social Security sozusagen. Und dieser gewerkschaftlich organisierte Sektor hat zwischen etwa 46 und sagen wir 70 amerikanischer Wohlstand auf einer breiten Basis gemacht, weil das hat als Standard funktioniert für viele andere Betriebe und Sektoren, wo man nicht gerade gewirtschaftet organisiert war. Es gab eine große Ausnahme, wenn ich im Zug, wo weder Weißen oder Schwarzen gewirtschaftlich organisiert war, aber es gab inzwischen diese große Wanderung nach Norden von unserer Bevölkerung. Was man sagen konnte, ist, dass diese Blütezeit der amerikanischen Demokratie und Sozialdemokratie zwischen, sagen wir, 45 und 70 auf eine Art Klassenkompromiss gebaut war, dass viele Industriellen und viele Leute sogar in Wall Street, viele Bankiers, haben mehr oder weniger zugestimmt, dass die mussten mit den Gewerkschaften verhandeln, und die Gewerkschaften waren ein großer Bestandteil der demokratische Partei. Seitdem ist der gewerkschaftliche Anteil an der Arbeiterschaft in der Privatsektor sehr, sehr rückgängig. Es war um 30%, jetzt ist es kaum um 10%. Es gibt auch Gewerkschaften im öffentlichen Sektor, Feuerwehr, Polizei, vor allem Schullehrern,
Aber das ist nicht genug, um diese andere Verluste zu kompensieren. Und inzwischen, man kann als sozusagen klarer Ausdruck von diesem Prozess, hat die alte Ideologie von Individualisierung, von Markt, die Marktideologie, von Markteffizienz wieder an Boden gewonnen. Und es hat wieder an Boden gewonnen, auch in, nicht in bei unseren Historikern, Soziologen und Philosophen oder Literaturwissenschaftler. Es hat an Boden gewonnen, da wo es eine gewisse politische Wirksamkeit hatte, bei unseren Volkswirten und Volkswissenschaftlern. Und ich möchte meinen, eine große so Schritt voran für die Europäer würden sein, wenn die sich von der amerikanischen Wirtschaftswissenschaft befreien konnte. Das war ein zweiter Raketenstreik. In jedem Fall. Das käme mir vom Regen in den Bauch. Der New Deal America ist zu einer Erinnerung geworden. Es gibt etwas wie eine New Deal Tradition. Die neueren Sozialkämpfer haben mit Bürgerrechten zu tun. Und Johnson, der New Deal zu einem gewissen Grad fortgesetzt hat, Johnson hat diese große Leistung hervorgebracht. Man weiß nicht, ob Kennedy das hätte machen können. Er ist zu früh gestorben, man kann das nicht sagen. Johnson hat die schwarze Bevölkerung im Süden wenigstens Bürgerrechte gegeben. Und das hat den gesamtpolitischen Landkarte verändert. Die Afroamerikaner, die früher republikanisch gewählt haben, bis Roosevelt, sind jetzt fester Bestandteil von der demokratischen Wählerschaft. Ich komme zurück zu diesen Themen, nachdem ich ein bisschen ein bisschen zu Ende kommen wir aber mit Politik. Habe ich noch 10 Minuten? Ja, unsere Politik leidet daran ungeheuer, dass wir eine Verfassung vom 18. Jahrhundert haben. Gewaltenteilung, eine unabhängige Richterschaft, die viel Gutes, aber viel Schlechtes bewirken kann, ohne große Gegenwirkung, Richter aufs Leben, der Bundesrichter aufs Leben berufen. Unser Föderalismus ist zum Teil anachronistisch. Jeder Staat zum Beispiel, jeder Bundesstaat hat 2 Senatoren. South Dakota, wo es viel mehr Vieh als Menschen gibt, und Vermont 600.000, obwohl das ein fortschrittliches Staat ideologisch ist, und Kalifornien 30 Millionen oder mehr als 30 Millionen, haben je 2 Senatoren. Unterhaus ist eher im Prinzip eher demokratischer, obwohl Landesregierungen können und die tun es, die Wahlbezirkgrenzen jede 10 Jahre nach dem Zensus umschreiben, und die machen das in einer Art und Weise, die zum Beispiel im letzten Wahl eine Mehrheit von Amerikanern haben vom Unterhaus demokratisch gewählt, aber es gab trotzdem ein republikanisches Unterhaus. Mehrheit. Dieses politische System macht es unentbehrlich, um irgendwas zu erreichen, dass ein Präsident eine gute, starke Senats- und Unterhaus-Mehrheit hat,
Und das hat Obama zum Beispiel nicht. Noch dazu kommt in unsere Politik die ungeheure Macht von Geld. Ich möchte sagen, wenn ich die Deutschen, es ist schlimm genug in Europa, aber Brüssel und Berlin scheinen monastische Hochburgen zu sein, verglichen mit was in Washington vorgeht mit Geld. Und in dieser Hinsicht muss man zugeben, dass die Demokraten trotz ihrer Koalitionsstrukturen, schließen die Gewerkschaften, Afroamerikaner, die Demokratische Partei ist auch liiert mit sogenannten fortschrittlichen Elementen in Wall Street und in der Industrie, genauso wie die Republikaner. Die zeitgenössische Spaltung zwischen Parteien sind wie folgen zu beschreiben. Die Republikaner sind Weiße, sind Männer. Die Republikaner haben in letzter Zeit, seit etwa Nixon, mit Erfolg die weißen ethnischen Gruppierungen zu sich oft gezogen, wegen Rassenvorurteile gegen die afroamerikanischen Wähler und Projekten, die von den Demokraten befürwortet worden sind. Die Republikaner sind stark im Süden, zum Teil im Südwesten, das ändert sich ein bisschen. Die sind vor allem in Kleinorten. Im Land ist das gemischt. Die Republikaner sind zunehmend eine Partei von gesellschaftlicher Ressentiment geworden. Sind eine Partei, wo die reaktionärsten Elementen und rückständigsten, sagen wir, Elementen von den Kirchen, beide katholisch und protestantisch, sich gesammelt haben. Und man konnte sagen, dass die jüdischen Neokonservativen sind auch zunehmend republikanisch. Ein Beitrag zum Ende von Antisemitismus war das sicher, den Mythos von einer Art der jüdischen Intelligenz widerläuft. Die Demokratische Partei ist stark in Großstädten, selbstverständlich stark bei Afroamerikanern, bei unserer großen Latino-Bevölkerung. Hat einen guten Teil von der gebildeten technokratischen Elite und ist allerdings sehr stark bei Frauen, vor allem Frauen im Arbeitsfeld tätig sind. Aber wir haben nur im Präsidentschaftswahlen 60% Wahlbeteiligung. Die furchtbare Schlappe für Obama zum Beispiel im 2010 im Unterhaus war, gab es nur 40% Wahlbeteiligung. Und wenn nächstes Jahr für Unterhaus und ein Drittel vom Senat gewählt würde, wenn die Demokraten diese Wahlbeteiligung nicht erhöhen können, würden die genauso verlieren wie vorher. Nun möchte ich jetzt schließen mit ein oder zwei allgemeinen Bemerkungen. Die schlechte Wirtschaftslage hat allerhand öffentliche und private Ängste hervorgerufen. Amerikanische war immer gewaltsam im Sinne, dass die gesellschaftlichen Schranken für Gewaltanwendung waren niedriger. Ehrenkodex im Süden, wilde Westen, Verteidigung, neuerdings in Großstädten, nordischen Großstädten, wegen der sogenannten der zunehmenden Kriminalität. Das hat auch eine gewisse rassistische Reflex. Bei den heutigen Unsicherheit ist in Gewalt Anwendung, auch Gewalt innerhalb Familie,
Familien- und interpersonliche Beziehungen kräftig gestiegen. Es scheint, dass wir haben alles geschafft in unserer fragmentierten Demokratie außerhalb selbstbeherrschenden demokratischen Persönlichkeiten zu schaffen. Wir haben unsere Erziehungspflichten sehr vernachlässigt und das Ideal von einer so selbstbestimmenden Bürgerschaft ist über unseren historischen Horizont, aber nicht unmittelbar in der Nähe. Es gibt zahllose Untersuchungen darüber, es gibt Protestbewegungen, aber wir haben mit einer sehr zersplitterten Gesellschaft, die eine moderne Form von seiner ursprünglichen republikanischen Idee nicht finden kann und noch nicht gefunden hat. Unter diesen Umständen ist der Präsident, wie ich neuerdings im Taz geschrieben habe, genauso ein Gefangener wie die Leute in Guantanamo. Es ist seltsam, der Präsident ist unfähig, etwa mehr Geld an Schulen in Colorado oder in einem Armutsviertel von seinem eigenen Chicago zu schicken, aber ist fähig wegen dem verfassungswidrigen Ausbau der Kriegsmacht Drohnen überall ins Welt zu schicken. Aber dieser Widerspruch ist wiederum ein Teil von der imperialistischen Deformation von unserer Demokratie. Wir können darüber diskutieren, aber wir sind, ich glaube, in einer sehr, sehr tiefen Krise von unserer Republik und wer anders glaubt, hört sich. Das ist genug für diese Woche. Vielen Dank, lieber Norman, ich hoffe, man versteht noch. Das war noch eine ganze Reihe von Anregungen, denke ich, für unsere Diskussion. Wir machen jetzt die angekündigte kleine Pause von 20 Minuten. Nach meiner Uhr 2:55 sind wir wieder hier. Das wäre nett, Sie können sich die Beine ein bisschen vertreten, können ein bisschen was zu trinken holen, können die Bücher angucken, können miteinander reden. Und ich werde dann nochmal darauf aufmerksam machen, kurz vorher, dass es weitergeht. Nochmal herzlichen Dank nochmal. Ja, ich habe das historisch konzipiert. Mhm. Das ist bestimmt. Ja, sicher, klar. Und wir erfahren jetzt eine wirkliche historische Bruch. Und es fragt sich, ob man doch ein Art zweites New Deal mit seinem dazugehörigen Bewusstsein entwickeln kann. Oder wenn nicht, wird das diese Art darwinistischer Sozialkampf. Ja, klar. Ja. Obama spricht. Es ist seltsam ein Mensch. Das schwebt über alles. Eins
muss ihn gut fragen, auf welchem Krieg in Iran hat sich aus den Syrien. Ja, das könnte man bis jetzt würde das so bleiben. Ja, dann wäre das schon mal was. Ne? Aber die Generäle hat einen Pakt mit den Generälen. Und wir haben zwei Dinge. Ein Drittel von unseren Generälen sind katholisch. Mhm. Und die sind dann von der katholischen Lehre vom korrekten Krieg beeinflusst. Mhm. Viele von denen sind jetzt Intellektuellen, die machen, wenn die Obersten sind, gehen sie zu Harvard und machen Doktorarbeiten. Mhm. Und es sind eher reflektieren. Man könnte sagen, ihr Ideal ist, kein Krieg zu führen, aber immer noch genug Beförderung zu haben. Mhm. Nicht wahr? Ja, ja, ja. Aber die sind nicht die Schlechtesten. Die zivil anhandeln in Israel und so weiter sind viel schlechter. Und Obama hat eine Art faustische so Handel von Faust im Norden mit den Militärischen und Drohnenkrieg und so weiter, um das alles mit so quasi geheimer Operation. Also, er hat dann gesagt, er will nicht aus dem Irak und aus Afghanistan. Ich bin sehr gespannt. Aber vor allem auch wirtschaftlich. Also die USA hat ja eine ähnlich große Krise wie Europa im Grunde. Das ist ja nicht besser. Ein bisschen besser vielleicht, aber so viel besser nicht. Ich meine, die Leute sind mit sehr reduzierter Lebenserwartung. Die College Graduates können keine Arbeit. Es ist, die Gewerkschaften müssen wirklich schlechten Verträge unterzeichnen. Es, und die, wenn es zu einer Rückkehr zur Produktion und so, kommt, es ist keine Rückkehr zur Prosperität. Die Durchschnittsfamilieneinkommen wird ist hoch und bleibt so. Das sollte dann ein Grund sein, um zu sagen, es muss eine staatliche Leistung, Gesundheit, Beziehung, Unterbau. Aber dann sagen wir, es gibt nicht genug Geld dafür. Es ist doch lächerlich, was in der Welt Das ist die beste Rede jetzt. Es ist nicht genug Geld. Es ist nicht genug Geld. Es ist nicht genug. Da können wir noch ein bisschen drücken. Aber man kann sich keine Vorstellung machen von einem Teil von einem Kreditor. Ein Freund von mir wurde im ersten Jahr Rechtsanwalt, Presidential Legal Advisor, Greg Craig, das ist ein Kennedy. Greg ist ausgeflogen, weil er Guantanamo schließen wird. Aber Greg war in eine Anwaltskammer. Greg hat, die White House-Leute mussten ihre Jahreseinkommen offenlegen, die den Jahr vorher gab. Viele sind aus dem Privatsektor. Und so bei Goldman Sachs hat ein bescheidener 20 Millionen, 30 und so weiter. Und Greg hat als Rechtsanwalt nur etwa 1,5 oder 2 Millionen. Er hat gesagt, dass die Leute aus dem Finanzabteil, aus Wall Street zu ihm gekommen sind und gesagt, Greg, das ist erstaunlich. Und er sagt, du hast 5 Kinder, wie kannst du mit 2 Millionen auskommen? Es ist unvorstellbar. Ja, nördlich von Washington ist Montgomery County, Grafschau. It's the richest county in America. Sagen wir, als Rechtsanwalt in der Senate Finanzausschuss für 10 Jahre, hat 150.000 im Jahr, ist klug genug, um eine gebildete Frau zu heiraten, die hat auch einen, die konnten durchkommen. Aber geht denn so ein Rechtsanwaltsfirma oder Lobbyisten und verdient gut 1 Million oder 2? Es ist krank.
sagt man. Und die Professoren, die dann, meine Lieblingsprofessor in der amerikanischen Geschichte, ist ein ganz, war ein ganz interessanter Mensch, der heißt Chamberlain. Er war Professor für Klassik, Altertumswissenschaft in Maine. Er hat sich, der war New Englander Protestant, hat sich im Bürgerkrieg freiwillig und war dann der Oberst, der in Maine ein Regiment aus Maine im Befehl hatte, am Gettysburg. Und er hat den Union gerettet, weil sein Regiment. Ja, gehen wir in den Verschluss. Und ich kann immer, wenn ich zu dieser Diskussion gehe. Aber das ist doch das Übliche. Aber ich muss ja ohne Politik. Es gibt aber nicht eine Politik. Das heißt,